Servus, grüßt euch, willkommen zurück bei Lego Worlds mit eurem Voucher, mit dem Alderle. Hier sind wir mittlerweile bei den neuesten Bungalows angelangt. Wir sind jetzt irgendwie ganz knapp über der Nummer 30, sind aber auch wieder welche dazugekommen. Laut Liste müssten wir jetzt um die 50, 52 Bungalows bauen. Aber im Moment sind wir noch voran. Also wir bauen mehr als tatsächlich nachkommen. Das sieht also gar nicht schlecht aus. Ich stehe jetzt hier auf der Hausnummer 23. Ich habe gedacht, wir fangen einfach mal an. Oh, mittlerweile bleiben die Charaktere nämlich so ein bisschen auf dem Platz. Wir spawnen einfach mal was. Hier zum Beispiel bei 23 habe ich einfach mal den Möferheads, meinen Alderle. Möferheads als Sumpfkopf. Na gut, schauen wir natürlich mal, ob ich die heute besser finde wie sonst. Dass wir so ein bisschen was auf den Platz kriegen. Sumpfkopf. Das geht ja natürlich schon gut los, weil ich den Sumpfkopf. Hier ist er mit der Sonnenbrille. Möferheads auf seiner Terrasse. Ich spawne immer erstmal alle auf die Terrasse und markiere das hier natürlich auch gleich, damit ich weiß, dass wir hier schon eingespawnt haben, die 23. Der Clay wollte auch ein Polizist sein, den spawne ich jetzt hier rüber. Clay, dein Polizist kommt auf die Nummer 24 gegenüber von Möferheads, der als Sumpfkopf unterwegs ist. Ist also hier praktisch schon so ein kleines Polizeiviertel mit den zwei Kollegen. Clay ist schon auf dem Weg nach draußen. Jetzt muss ich kurz rechnen, weil hier fehlt ja ein Platz. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier wirklich ein Museum drumherum baue, Leute. Jetzt steht es ja erstmal frei. Man kann auch nicht wirklich alles Mögliche bauen. Also diese Fläche hier, gerade um die Rakete, die ist nicht bebaubar. Was aber okay ist, kann ich nachvollziehen. Jetzt pass auf. 23, 24. Dann käme hier die 26. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Lalalala, lalalala, 26. Wisst ihr, dass wir mal so ein bisschen was auf den Platz kriegen? Mit Skinspawn fängt ja alles an. 26 wäre dann hier Sephiroth der Geist. Sephiroth der Geist, den spawnen wir jetzt hier hin. Der nach längerem Geteste auch gesagt hat, der Geist ist friedlich, was wir auch schon selber festgestellt haben. So, Sephiroth ist auf der Nummer 26 angekommen. Was hatte ich gesagt? 25. Dann wäre die 27 da drüben. Muss man mit der Rakete muss man ein bisschen aufpassen, ne? Sonst vergesse ich was. Hier hauen wir jetzt einfach mal den 27er noch hin. Laut Liste momentan der Ragnar. Ragnar, das wird deine Forscherhütte hier werden. Halt, so. Der Ragnar, der liebe Ragnar als Forscher. Ich hoffe, ich finde den jetzt auch noch gleich. Mit dem verwechsel ich ihn immer, ne? Der Forscher war aber dann weiter unten. Der war dann weiter unten gewesen. Das ist die P. Was? Paläontologin, Alterle. Alderle, hier ist er, der Forscher, lieber Ragnar, eingezogen. Ragnar muss ich jetzt hier auch noch kurz markieren, dann weiß ich, dass er da ist. Jetzt würde ich es auf der Seite erstmal so belassen. Wir bauen in diese Richtung natürlich dann weiter. Die nächsten warten schon ungeduldig. Jetzt pass auf, jetzt möchte ich mal ganz kurz was schauen. Wir haben nämlich so ein paar. Also alles, was über 30 ist, kann ich noch nicht bauen. Da ist also auch der Odiog noch nicht mit dabei. Der Miner-Star, die stehen alle noch auf der Seite der Liste. Dann haben wir im Prinzip jetzt einfach, würde ich sagen, wir gehen vor. Was haben wir denn? Ich hatte doch irgendwo Rot. Der vierte möchte sein Haus, also die Farbe Rot hat er gewählt. Und den vierten haben wir doch schon einquartiert, oder? Lass mich mal schauen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz ins andere Viertel rüber. Der vierte. Numero Haus, Numero 11. Jetzt ist die Frage, war das 11er Haus nicht gleich hier noch? Seht ihr hier? Sarah ist mittlerweile mal auf ein anderes Haus rüber. Dann haben wir hier noch, wer war denn das hier wieder von euch? Ich muss da immer noch gucken. Ich werde mir das gar nicht so schnell merken können, wie ich es gerne hätte. Polizist Ernst, der Alexander, der hier noch rumläuft. Dann haben wir hier noch unseren lieben Vulkanforscher bzw. Feuermann Juli Master. Alles klärle. Alles klärle. Finn läuft da drüben rum. Er jongliert gern. Ihr seht schon, das kann ich euch mal kurz zwischendrin zeigen. Ich habe mal versucht, so ein bisschen Lego City Police Dings nachzubauen. Da gab es so ein Steinset-Anleitung, also für die richtigen Steine im Real Life. Wir haben nicht alle Steine hier drin, ne? Also wir können es nicht eins zu eins umbauen. Ich habe mir gedacht, wir setzen da vorne mal so eine kleine. Ist jetzt natürlich noch offen, weil da kommen noch Elemente dazu. Hier einfach so bei der Tanke einen kleinen Eingang in unser Viertel, das dann polizeiüberwacht ist, ne? Man kommt dann hier praktisch an. Ihr seht auch, die blinken hier noch. Das weiß ich auch nicht, ob sich das nochmal verliert. Weil es eigentlich Sachen sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich kann ja mal kurz dran gehen. Sie waren halt schon drin, ne? Hier, das blinkt auch noch manchmal. Da läuft auch der Polizeihund rum da drüben. So, alles klar. Aber ansonsten, es bleiben, wie gesagt, immer mehr Charaktere auch hier. Hier werden wir uns eine kleine Mini-Polizeistation einrichten, die uns praktisch den Zugang ins Viertel gewährt. Hier geht es mit 13 weiter. Ich möchte jetzt den vierten kurz noch auf den Platz bringen. Der bekommt Haus Nummer 11. Ungerade Zahl müsste rechts außen sein. Ganz rechts außen. Das letzte Haus wahrscheinlich auf der Seite. Nee. Habe ich mich da etwa verzählt? Wenn da drüben die 13 anfängt, dann wäre das hier 1, 2. Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. 3, 4. Wir gucken. 5, 6. 7, 8. 9, 10. Doch, das letzte Haus hinten ist der vierte. Sehr schön. Da haue ich dir jetzt gleich mal das
Guck mal, hier kommen wir jetzt auch beim Kinig vorbei. Der hat mir übrigens eine wunderschöne Liste geschickt mit Anleitung, was er sich wie vorstellt. Kinig läuft auch in seinem eigenen Häusle hier rum, also der passt auf. Seine Hasen sind da, ein paar sind rausgeglitscht, ein paar habe ich auch schon im Viertel rumlaufen sehen. Das werden wir halt natürlich alles nachsetzen. So, jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, dieses Haus ist der vierte, direkt beim Sportplätzle hier. Der vierte war der Anubis. Den können wir jetzt hier auch mal hinspawnen. La la la. Also wir haben mehrere Anubis. Das hier war der vierte. Und ich glaube, du hattest auch eine Farbangabe mitgegeben, rot, ne? Lass mich mal schauen. Der vierte. Hier kriegst du erstmal deine Vermerkung, dass du auf dem Platz bist. Elefantengehege, müssen wir mal gucken, wo wir das hinsetzen. Ich würde fast sagen, wir bauen das hier unten auf, wobei oben mehr Platz ist, oder? Dein Elefant, ich spawn dir den einfach mal hier dazu. Dann sehen wir nämlich auch, ob die Tiere schön auf dem Platz bleiben. Und dann bauen wir dem demnächst auch ein Gehege auf. Ne? Aber erstmal gucke ich halt, dass die Bungalows alle sitzen. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt jetzt. Da wisst ihr Bescheid. Sag mir mal, wo der Elefant sein soll. Hier, der Elefant. Ich hoffe, der klitscht uns nicht ins Bad. Ist doch ein richtig großer Elefant, ne? Alles klar. Jetzt haben wir die Geschichten hier schon mal gespawnt. Das finde ich super. Bin ich jetzt erschrocken. Alter, da ist ein Haus. Du kannst hier nicht weiter. Wir können natürlich aber, weil es ein Randausläufer ist, auch hier ein kleines Gehege hinbauen. Weißt du, zusätzlich. Ey, komm, das machen wir. Wir lassen den mal hier frei rumlaufen, bevor der das Haus kaputt macht. Und da bauen wir hier außerhalb ein kleines Gehege hin. Dann kann man das Haus so lassen, wie es ist, weißt du? Es kann ja ruhig ein bisschen Individualität drin sein, wenn es irgendwie klappt. So, der Elefant soll sich hier erstmal ein bisschen wohlfühlen. Der vierte, rot hast du gesagt. Ne? Jetzt pass mal auf, wir probieren das mal. Rot. Alles, was schwarz ist, soll rot werden. Dann schauen wir mal. Knallrot würde ich da fast nehmen. Das wäre dann hier einmal. Das wird jetzt alles knallrot. In dem Fall auch diese. So war es ja eigentlich gedacht. Ne? Nochmal für alle, die jetzt tatsächlich so ein bisschen neben der Spur sind, was hier eigentlich passiert. Wir haben gesagt, alles, was schwarz ist, wird knallrot. Jetzt mache ich hier einfach mal das Dach seitlich mit knallrot. In dem Fall wäre auch das hier knallrot zu färben. Ne? So ist es eigentlich gedacht. Nur wenn jetzt natürlich so Mischfarben kommen, wo man das Gefühl hat, okay, das könnte vielleicht besser aussehen, wenn man das Dach lieber färbt, anstatt das Schwarze. Wo will er hin? Guck mal, hier ist auch so ein Hase noch, vom Kielig rüber geflitzt schon. Das ist auch schön, ne? Dieses statt Schwarz in Rot hier alles halten, finde ich gut. Ah, ich glaube, er will zu seinem Elefant. Der Anubis, der vierte, ne? So, also hier, wie gesagt, das mache ich dann auch wieder später fertig, sonst haben wir nämlich hier immer nur dasselbe, was ich mache, ne? Das will ich ja nicht. Oh, hier habe ich neben rausgemalt. Das muss ich natürlich gleich beheben. Ich kenne mich. Sowas vergesse ich dann gerne mal wieder. So, also hier wird es auf jeden Fall rot. Elefantengehege kommt neben raus. Jetzt lassen wir mal ganz kurz schauen. Jetzt haben wir hier tatsächlich die Nummer 11. Wer wäre denn die 7? Schlömpel TV, der Waldläufer, wäre in der Nummer 7. Schlömpel, Alterle, weißt du was? Dann haue ich dich hier gleich mal auf die Nummer 7 drauf. Na, 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 na. Hier, Nummer 7. Da hauen wir den lieben Schlömpel TV als Waldläufer auf den Platz. Ich hoffe, dass das alles schön speichert, dass wir nicht so oft nachspawnen müssen. Das kostet nämlich eine Menge Zeit, weißt du? Das seht ihr ja selber. Hier, Schlömpel TV auf der 7. Sollen wir jetzt gleich die 5 noch machen? Ich mache aber meinen Vermerk hier. 7 ist drin. Tim S., der Farmer, auf der 5. Komm, Tim. Dann machen wir dich auch noch gleich bis vor. Dann haben wir die Reihe heute mal fertig. So machen wir das jetzt halt immer durch. Ne? Nächstes Mal sind wieder andere dran. Hier, Tim S. in der Nummer 5, der Farmer. Dann schauen wir mal, ob wir den gleich finden. Lieber Farmer, Wild Westman, der Farmer, Leute. Welcher war denn der Farmer? Das war doch dieser. Den hatten wir doch schon mal. Wieso tue ich mich immer so schwer, die hier rauszupicken, geschwind? Weil es so viele sind. Wild Westfrau, das war der Städtler oder Dörfler. Der Farmer, kleiner Farmer. Das war die Vogelscheuche. Hier, Bäuerin. Und da habe ich das letzte Mal mich schon gewundert, dass der Bauer nicht nebendran ist, ne? Wo ist der Farmer? Sieht jemand den Farmer? Ich kann, da ist er. Da ist der Farmer. Tim, alles klar, du bist auf der Nummer 5 angekommen. Flap. 3 war der Tobias. Der Tobias ist allerdings 3. Habe ich mich jetzt verzählt oder was? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ah, den Julian habe ich da jetzt im Prinzip in der neuen stehen gehabt. Dann hau mal den Julian. Du kriegst das nächste Mal deine Hütte. Das muss ich hier nochmal umdesignen. Dann müssen wir das alles umschreiben. Dann hören wir jetzt hier an der Stelle auf und gehen vor und bauen mal an den Parkplätzen weiter, damit wir auch ein bisschen die Landschaft gestalten. Außerdem habe ich ja erst die ganzen Bungalows hier gespawnt, beziehungsweise aufgebaut. Guck mal hier, das habe ich nämlich auch fertig gemacht, wie ich es gesagt habe. Das ist jetzt komplett rosa eingefärbt.
Da gibt es jetzt kein Steinle mehr, das nicht passt. Und da hinten, die Sarah wollte noch Kakteen im Garten haben. Der Garten ist jetzt allerdings weg, Sarah. Ich habe dir da ein bisschen Sand hingelegt, da gedeihen die Kakteen besser, ne? Hier ist ja deine kleine Kakteenzucht. So, alles klar. Das passt wunderbar. Demnächst wollen wir auch die Namensschilder umsetzen. Das hier kommt wieder weg, was vor uns ist. Das war so der Probeaufbau. Polizei wird erweitert. Hier haben wir die zwei Kollegen Lee und Lay, ne? War das richtig? Lee und Lay, meiner. Genau, ihr kriegt auch noch eine Hütte, allerdings kommt ihr im 40er-Bereich unter, die müssen wir erst noch bauen. So, Paintball-Spieler war auch hier, der Junge ist hier. Da-da-da-dam. Hier konnten wir aber eigentlich auch noch welche dazusetzen. Lass mich mal ganz grob, ich nehme jetzt von überall einfach mal was raus, weißt du? Pass mal auf, das machen wir jetzt mal andersrum. Damit wir auch mal fertig werden. Da-da-da-da-dam. Wir haben zum Beispiel mein Pizza, pass mal auf, Digga. Probieren wir mal, ob du jetzt auf der Welt bleibst. Pizza läuft jetzt hier oben rum, ist auf der Welt gespawnt. Lass mich gucken. Pizza ist als Ritter gespawnt, das ist klar. Dann haben wir, lass mich mal gucken, Hannes Egger habe ich zum Beispiel schon lange nicht mehr auf dem Feld gehabt. Das war der Sheriff. Hannes Egger, du bist jetzt auch mal wieder auf dem Plätzle. Dann haben wir noch einen Waldläufer, den Bullenhai, den würde ich auch noch dazusetzen. Mal gucken, ob die alle gespeichert werden. Dann haben wir zwei Taucher hatten wir, ne? Der Last Uchiha war ein Taucher und Tibinator. Pass mal auf, Leute, euch setze ich gleich mal da unten zum Sprungturm. Last Uchiha und Tibinator, die zwei Taucherkollegen, die können hier unten schon mal am Wasser ihr Unwesen treiben. Dann haben wir heute tatsächlich ein bisschen was auf den Platz gekriegt, da freue ich mich persönlich drauf. Passt auf, wo seid ihr? Wo ist denn der Taucher? Wo ist der Taucher? Sag es uns. Ich finde ihn nicht. Das kann doch nicht sein. Aber meine Augen sind manchmal da einfach auch viel zu schnell. Es gibt übrigens, glaube ich, zwei Taucher, kann das sein. Hier zum Beispiel der eine, Last Uchiha, ins Wasser, würde ich sagen. Jawohl, ja. Jetzt lass mich mal gucken, da war doch noch ein zweiter Taucher. Vielleicht können wir ja den zweiten Taucher nehmen. Dann kann ich euch ja besser auseinanderhalten, wenn ich ihn finde. Ansonsten seid ihr halt das Tauchergespann. Weißt du? Ich sehe ihn jetzt hier nirgends. Vielleicht habe ich mich aber auch getäuscht. Ich kann es ja ändern, wenn ich mal drüber stolper. Last Uchiha, Tibinator, ihr seid jetzt hier auf dem Platz. Das passt ganz gut. Und ich wollte eigentlich noch... Einen wollte ich noch auf den Platz bringen heute. Und zwar den lieben Mr. Snakehome. Snake, Alterle. Du hast den Astronaut damals gewählt. Den würde ich jetzt, wenn ich ihn finde, auch noch drauf spawnen. Dann sind wir mit der Spawnrunde für heute einfach mal durch. Wo ist der weiße Astronaut, Leute? Hier ist der Taucher. Siehst du, jetzt bin ich... Ah, das ist eine Taucherin, Entschuldigung. Dann geht's eh nicht. Dann geht es sowieso nicht, ne? Hier ist er. Ich würde dich jetzt einfach auch an die Tanke spawnen, allerdings unten. Kannst du schon mal Richtung Stadt laufen. Mr. Snakehome, jetzt auf der Welt wieder angekommen. Snake, Alterle, willst du ihn? Gut, er macht es schon. Der findet seinen Weg, der liebe Snake. So, jetzt pass auf. Ich wollte hier ein bisschen weiter designen. Das machen wir jetzt auch noch, dass wir auch noch ein bisschen Umgebungsgestaltung drin haben. Als erstes brauchen wir das Ebenentool, diesmal viereckig. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf, ich hoffe, dass das hinhaut. Als erstes mal würde ich sagen, machen wir das Ding hier wieder an. Siehst du, es geht schon los. Es geht schon los. So wollten wir es ja nicht haben. So, einfach mal hier vor. Alles klar. Wir müssen ja jetzt irgendwie schauen, dass wir da unten an die Strandpromenade, da sollen ja noch ein paar Locations hinkommen, früher oder später, dass wir da einen Weg hinbauen. Ich habe mir das gedacht, das habe ich mal irgendwo gesehen, fragt mich aber nicht mehr wo. Also im Real Life gab es das irgendwie. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen mehr Weg, dass man einfach hier oben Parkplätze hat und dann geht so eine Steilhangtreppe runter ins Gebiet. So würde ich das gerne mal probieren aufzubauen. Hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, sonst reiße ich uns die Tankstelle wieder ab. Guck mal, wie hat er jetzt so schnell das geschafft, dass er da hinten gelandet ist. Er ist doch gerade in die Richtung gelaufen, Snake. Was geht denn hier ab? Also ihr bekommt natürlich alle euren Bungalow und auch die Kleinigkeiten spawnen wir alle irgendwann. Möbel aufbauen und so. Aber als erstes müssen mal alle Bungalows da sein. Zwischenzeitlich spawnen wir immer mal so ein paar von euch auf die Welt. Dass hier ein bisschen Leben drin ist. Dass wir lernen, damit umzugehen. Ganz kurz muss ich mich konzentrieren. Dass wir lernen, damit umzugehen, wie speichert das Spiel wann was ab, weißt du? So, pass auf. Das machen wir jetzt etwas akkurater hier. So. Also es geht, aber wenn man sich die Zeit nimmt und die Mühe, dann geht es. Ne? Ich muss auch demnächst mal anfangen, die komplexen Bungalows aufzubauen. Also diejenigen, die sich wirklich so viel Mühe machen, mir Bilder machen, Nachbauten machen oder auch einfach eine 30-seitige E-Mail schreiben mit Anweisungen. Ne? Gar kein Problem, das setze ich dann gerne um, weil da weiß ich, dass ihr genauso vertieft seid wie ich. Und das andere machen wir halt so nach den Kommentaren. Ne? Immer Stück für Stück. So,
Hier haben wir das Plätzle, hier werden wir die Polizei etwas größer aufbauen, die Feuerwehr wird wahrscheinlich auch noch hier irgendwann dazukommen. Wir haben hier den Straßenausläufer, dann würde ich fast sagen, so wie es jetzt ist, bauen wir dann hier eine Straße links und rechts. Hier soll dann im Prinzip ein kleiner Weg sein und hier möchte ich dann später runterkommen. Wir nehmen das Färbetool, dann zeige ich euch ganz kurz, wo ich es mir vorgestellt habe. Wir brauchen dieses und wir brauchen eine Steinfarbe. Wieso hast du das jetzt wieder weggemacht? Manchmal, aber nur manchmal blicke ich es überhaupt nicht. Es ist schon ein bisschen komplex, das alles im Auge zu behalten. Also die Liste, die wächst hier unwahrscheinlich. Schluchtplateau, rostiger Sand. Nee, ich hätte gerne so ein Straßengrau. Das da hätte ich gern, genau. Das da mit diesem, mit dieser Auswahl. Hallo? Jetzt mache ich das Ganze nochmal groß. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass ich erstmal hätte Platten setzen müssen. Weißt du was? Das setzen wir auch erstmal Platten. Und ein Stück Straße. Sonst wird es hässlich. Dann sehen wir nämlich auch gleich, ob es platzmäßig überhaupt reicht. Hier so ein Stück Straße geschnappt. Würde ich sagen, bis hierher, genau. Kopieren, zack, drehen. Das sollte dann hier lang führen. Das muss jetzt nicht unbedingt dran. Muss es bündig? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir es mal so. Jetzt machen wir es mal so. Hier. Wie gesagt, die Straße anstückeln müssen wir dann später machen. Das muss also auf jeden Fall noch breiter gemacht werden, hier das Eck. Das sehe ich schon. So, weißt du, von hier ab will ich dann einfach die Möglichkeit geben, in die Parkplätze reinzufahren. Jetzt verlängere ich das mal hier ein Stück, so einfach, genau. So, man kann praktisch hier dann herfahren, dann kommt man hier rein und hier soll man in die Parkplätze kommen und da brauchen wir aber mehr Platz, das können wir so nicht lassen. Ihr wisst, was ich vorhab. Also ich will hier oben Parkplätze auf einer Hochebene und möchte dann später die Möglichkeit haben, über eine lange Treppe nach unten zu kommen zur Promenade. So. Oh. Oh, leck. Wieso machst du das manchmal nicht, wie ich das will? Jetzt hat er es wieder aufgefüllt, das ist okay. Hier hätte ich einfach nur gerne die Möglichkeit gehabt, das so zu machen. Ja. Siehst du, er hat sich wieder versetzt. Guck dir das doch mal an. Ja, dann machen wir halt erstmal so ein bisschen breiter. Dann mache ich es schön. So. Alles klar. Ist das jetzt wieder versetzt? Nee, jetzt passt's. Hier kommen die Parkplätze hin und dann kann man hier so nur mit so einem kleinen Weg, dass es halt sauber aussieht. Kurzer Moment. So wird's nix. So ist es gut. So. Und nee, rüber war falsch. So ist es super. Alles klar, so können wir es lassen. Damit kann ich leben. Hier nochmal. Guck mal, schon wieder. Alterle. Ich will es jetzt nicht von Hand noch irgendwie, weißt du, großartig bearbeiten. Es soll einfach nur hier dran. Ohne sich dann links und rechts zu erhöhen. So, so. Ja, so ist es okay. So langsam wird's. Das darf auch so gerade sein hier, ne? Also das muss jetzt nicht landschaftsmäßig ins Bild passen. Alles klar. So habe ich es mir vorgestellt. Kleine Hochebene. Hier wird es natürlich ganz krass. Und da müssen wir jetzt dann auf jeden Fall so eine tiefe Treppe nach unten zur Strandpromenade hin basteln. Muss ich mal gucken. Oder wir machen tatsächlich einen anderen Weg. Das weiß ich jetzt noch nicht. Guck mal, hier hat es auch schon wieder versetzt. Wie macht man das, Leute? Ich habe das mal irgendwo gesehen. Da war das auch so eine riesen fette Mauer. Da müsste ich aber fast mit Mauerstein arbeiten. Wie sieht denn das aus? Komm mal her, hopfen wir da runter. Eine von Menschenhand angefertigte fette Mauer. Jetzt pass mal auf. Wir haben doch hier Mauerstruktur gehabt, ne? Da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass ich da geschwind eine Strecke zum Kopieren kriege, weil sonst braucht es ewig. Ja, pass mal auf, wir bauen da oben mal spaßhalber einfach. Hier ist auch noch eine ganz gerade, wie ich es haben will. Gut, das mache ich dann von Hand. Jetzt machen wir als allererstes mal hier, würde sagen, 3 auf 3. 3 auf 3, das ist gut. Dann holen wir uns geschwind eine Farbe. Wisst ihr, dass wir mal so ein bisschen Leben reinkriegen, dass man da mal durch kann. Dann sieht man verschiedene Sachen. Spawner sind natürlich immer dabei. Da werden wir auch nicht verzichten drauf. Aber alles nacheinander. Dunkelsteingrau würde ich jetzt nehmen. So, das ist Dunkelsteingrau. Wieso habe ich das Gefühl, dass der noch eine andere Farbe hat hier oben? Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir halt das. So, jetzt kopiere ich mir das Stück. Da geht natürlich Zeit ins Land. Aber ich mache auch ganz viel nebenbei, ne, dass wir tatsächlich vorwärts kommen. Ich freue mich auch auf das Lego Astronautenzeug jetzt langsam. Da habe ich schon richtig Bock drauf. So, hoch. Ja, das machen wir mit der Mauer. Und dann passt auch nämlich eine künstliche Straße dazu. Beziehungsweise ein künstlicher Weg nach unten. Erstmal runter. Ne, falsch rum. Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Ich kopiere jetzt gleich noch ein Stück, dann können wir heute auch ein bisschen was davon sehen noch. So.
So war das auch ungefähr. Natürlich in ein bisschen anderen Struktur, ne? Aber es war eine riesenfette Mauer, von der man hoch oben parken musste und man konnte dann runterlaufen. So, und das darf auch hier rein ins Gelände. So ungefähr. So ungefähr. Jetzt hoffe ich, dass die nachher schöne Struktur hat. Da oben ist das Skateboard gerade weggefahren. Das ist auch sowas. Das Skateboard ist halt schon eine geile Geschichte, weil es halt von alleine in der Gegend rumsaust, ne? So, jetzt kopieren wir das Stück große Mauer. Alles klar, siehst du, es geht auch schnell. Das ist natürlich der einfachste Weg. Na, so wollte ich es nicht. So. Ist auch versetzt, ne? Also müssen wir noch eins hoch. Dann passt's. Setzen. 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 Ne, so wollte ich es nicht. Aber jetzt kann man natürlich auch hergehen, wenn man sagt, oh gut, ich will das jetzt nicht noch tausendmal machen müssen. Dann geht man einfach her und kopiert sich das nochmal. Und dann nimmt man das ganze Ding in ganz groß, so und zwupp. Und dann ist mal, guck mal, jetzt fehlt wieder ein Stück. Das ist halt das, was ich an dem Spiel momentan noch so ab und zu verteufel. Das ist da halt so. Aber es gibt Schlimmeres, das stimmt schon. Passt das? Nee, passt nicht. Was ist das Problem jetzt hier? Ich sehe es einfach nicht, das ist alles Kummer. Ach so, da fehlte das Stück, ne? So, ganz kurzer Moment, dass wir es einmal sauber haben. Ich mache das jetzt auch irgendwann demnächst parallel fertig. Also wir haben hier praktisch eine große Mauerstruktur dann aufgebaut. Hier wird dann irgendwo eine Treppe nach oben gehen zu den Parkplätzen und auf diesen Parkplätzen können wir dann parken. Außerhalb von unserem Gelände. Da werden wir natürlich hier auch noch schön ein bisschen mit Grün und so. Guck mal, der Clown, ne? Der macht halt so gerade, was er will, ne? Wer war denn das wieder von euch? Das war der Finn. Jetzt hat er ein neues Dach gefunden. Finn, hast du ein neues Dach gefunden zum Jonglieren? Finde ich super. Siehst du, da habe ich das Vertrauen drin gehabt. Mr. Snakehome winkt und Mr. Snakehome ist auch oben im Viertel, guckt sich um. Rosanes Häusle. Alles klar, hier steht unser Feuerwehrmann. Sarah ist auf dem falschen Haus unterwegs. Alles klar. Passt aber. Soll ja so sein. Jetzt gucken wir mal, ob die Spawns von heute noch da sind zum Teil. Wir laufen mal das Viertel kurz hintere. Beziehungsweise, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Schalalala. Nächstes Mal spawne ich dann wieder eine ganze Handvoll. Und dann wären wir auch fertig, weißt du? Dann ist jeder mal auf dem Plätzle. Hier, der Farmer ist noch da. Super. Farmer muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Wer war denn das von euch wieder? Lalalala. Wo habe ich es denn hingeschrieben? Eigentlich brauche ich jetzt nur noch nach den Häusern hier gucken. Weil, nee, siehst du, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Astronautin, Anubis, Paintball, Sheriff, Waldläufer, König, Farmer. Doch, Tim S. war der Farmer. Tim S. war der Farmer. Schlömpel TV war unser Waldläufer. Und der vierte hier mit dem schon angefangenen roten Haus, das ich jetzt fertig streiche, und seinem Elefant. Wärst auch lieber da drüben eingezogen, der Fette, ne? Alles klar. So, hier färbe ich weiter, Leute. Für heute ist gut. Wir machen übermorgen weiter mit den Spawnern. Ich hoffe, wir kommen zeitlich hin. Wenn nicht, müssen wir mal vielleicht irgendwann eine Sonderfolge einbauen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Könnt ihr auch mal Bescheid sagen, wir vorne polizeimäßig, ob wir das so machen sollen. Ob ihr eine bessere Idee habt im Prinzip. Ne? Ich habe halt versucht, dieses Steinset nachzubauen, das es da gibt. Allerdings fehlen halt hier im Lego Worlds ein paar Steine, die man bräuchte. Da muss man halt dann ein bisschen drum herum arbeiten. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dann.